Vielen Dank. Ich bitte den Moderator Mateusz Kokoszkiewicz, das ist Journalist von Gazeta Wyborcza in Breslau. Er schreibt auch über ökologische Themen. Er beschäftigt sich auch mit dem Transport. Ich bitte Sie zu, ich lade Sie zu einer Paneldiskussion ein, aber ein Teil der Podiumsdiskussion gehört auch dem Saal, dem offenen Publikum. Frau Gabriela Tomik vom Infrastrukturministerium bitten hier, wir möchten nicht nur im Runde der Ökologen sprechen, wir möchten das verbreiten. Herr Georg Rast bitten wir zum Podiumsdiskussion aus Deutschland. Wlastimil Karlik, unsere Partnerorganisation aus Tschechien. Wlastimil erschien zum ersten Mal bei uns in der Stiftung 1997 zum Thema ODR. Und Arnika, diese Organisation, ist eine der Mitbegründerinnen der Koalition Zeit für die ODR. Und Wojciech Szymański bitten wir, dass er uns anschließt. Andrzej Ruszlewicz. Er arbeitet mit Gemeinden an der ODR mit. Es geht nicht um die Ziele in der Wasserrahmenrichtlinie, sondern auch um die Bevölkerung zu gewinnen. Also ODR für das Klima für die ODR. Das ist die Losung dieser Debatte. Vielen Dank. Ich danke dir, Krzysztof, für die Vorstellung unserer Panelisten. Ich möchte meine Überlegung mit Ihnen teilen. Ich habe heute überprüft, dass mein erster Text in der Presse betraf eben ODR. Ich war 16 damals. Das war damals Journalistenworkshop. Das war durch die Breslauer Zeitung organisiert. Der erste Artikel war, die ODR teilt. Es gab über dieses Thema. Es gab um die Teilung, die Ökologie und Wirtschaft. Herrn Ruchlewicz aus der Grünen Aktion habe ich dort zitiert. Ein Vertreter eines Unternehmens habe ich zitiert. Er sprach dann, dass dass der Flussumbau katastrophal wäre für die Wirtschaft, hat er gesagt. Die Leiterin des Büros ODR 2000 hat gesagt, man muss einen Kompromiss finden für die Ökologie, und Wirtschaft. Schon damals waren die ökologischen Fragen sichtbar. Schon damals als junger Journalist habe ich gesehen, dass diese Fragen wichtig sind. Jetzt sprechen wir noch intensiver darüber. Das sind keine marginalen Fragen. Das ist eine der vielen Aspekte, die wichtig sind. Die zwei Krisen, die wir erleben, von denen wir jetzt beginnen, also Klimakrise und Biodiversitätskrise, hat Einfluss auf jeden Lebensbereich. Es ist schwer, über andere Bereiche zu sprechen, ohne die Klimafrage zu berühren. Das sind keine marginale ökologische Fragen, das sind auch soziale Fragen, gesellschaftliche Fragen. Und in diesem Kontext werden wir über unseren wichtigen Fluss ODR sprechen. Deshalb möchte ich bei der Klimakrise beginnen oder Klimakatastrophe, denn anders sprechen wir nicht darüber. Also Klimawandel, das ist schon Vergangenheit, jetzt sprechen wir eher von der Klimakatastrophe. Das ist die Frage an alle Panelisten. Jeder soll Stellung nehmen beim Thema Klimakrise. Wie sehen wir die Klimakrise an der ODR? Wie kann sich die Krise weiterentwickeln? Und welchen Einfluss kann sie ausüben auf den Fluss? Und wie steht diese Krise in Bezug zu den Plänen auf der ODR? Vielleicht beginnen wir bei unseren Experten aus Deutschland, Herrn Georg Rast. Wie stehen diese Vorhaben auf der ODR zu der Klimakrise? Wir bitten, reichen Sie bitte das Mikrofon, Herrn Rast. Ja, besten Dank. Ich glaube, man kann oder man muss eigentlich vorausschicken, dass die Auswirkungen, die wir jetzt als Klimakrise oder Katastrophe bezeichnen, nicht vom Himmel gefallen sind, sondern ich kann mich an Studien erinnern von Hydrologen, die das schon vor über 10 Jahren auch quantitativ untersetzt haben.
Und bezüglich der Planungen, die jetzt vorgesehen sind, sehe ich einen ganz harten Konflikt, dass das Wasser im Prinzip gar nicht zur Verfügung steht, was man für diesen Transportweg bräuchte, selbst wenn man alles stauen würde. Denn an der Qualität des Oberflächenwassers können wir kurzfristig nichts ändern, selbst wenn wir jetzt Düngung massiv reduzieren und die Kläranlagen alle optimieren. Wenn ich keinen Abfluss mehr habe oder sehr wenig und wirklich noch weniger als das, was wir jetzt gesehen haben über lange Zeit, dann wird das für den Fluss im Prinzip eine echte Katastrophe darstellen und das wird sich dann auch auf das Trinkwasser auswirken. Und ich glaube, spätestens dann wird man realisieren, was eigentlich wichtiger ist. Also was ist das Wichtigste? Dass er wahrscheinlich die Versorgung mit sauberem Trinkwasser, stabilem Trinkwasser und im Prinzip einer Umgebung, die mir auch bei höheren Temperaturen und dynamischerem Klima noch ein akzeptables Leben ermöglicht, wichtiger ist als die Frage, ob ich einen Fluss, der dann auch erst nach 30 Jahren vielleicht ausgebaut ist, da sind wir in einem ganz anderen Zeitalter. Also was mir komplett fehlt, ist, dass diese jetzigen Planungen sich nicht bewertet werden auf einen Status quo in futura, was wir eigentlich bei jeder Umweltplanung verlangen, sondern man geht immer von der vergleichenden Bewertungen mit dem heutigen Status quo aus oder sogar von der Vergangenheit, weil das alte Daten sind. Ihrer Meinung nach, diese Programme bedürfen nur einer Änderung, Modifizierung oder brauchen wir eine Revolution, eines entschiedenen Wandels? Die muss man grundsätzlich in Frage stellen, natürlich. Vielen Dank dafür, Frau Camila Tomic. Wir kommen zurück auf das Thema Klimakrise. Es ist schwer, keine Stellungnahme dazu zu haben. Sehr geehrte Damen und Herren, am Anfang haben wir einen Umriss Polens gesehen, wie Sie dieses Einzugsgebiet dann überblickt haben, dann zeigte sich, dass das eine Hälfte Polens ausmacht. Wir sprechen über grenzüberschreitende Auswirkungen, aber wir sehen auch genau, dass das Wasser das Thema ist, das nicht wie jetzt hier nur Flächen betrifft, ökologische Flächen betrifft, Naturflächen betrifft, qualitative Flächen betrifft, aber im Maßstab des ganzen Landes ist das eine Ressource, die wir in Polen, an der wir in Polen besser aufbewahren müssen. Wir müssen besser daran arbeiten und anstatt Krise möchte ich mit Ihnen etwas konfrontieren, eine Antwort finden, wie wir jetzt verantwortlich zusammenarbeiten können an der Vergrößerung des Wasservolumens. Viel wird über Schiffe und über Schifffahrt sprechen. Wenn in Polen einmal auf Wasserstraßen Schiffe es gibt, dann ist das ein Zeichen, dass die Wasserwirtschaft sehr gut ist. Das wäre ein Zeichen für eine sehr gute Wasserwirtschaft. Denn heute haben wir ein Problem. Wir sprechen über den geringen Durchfluss, über den niedrigen Wasserstand, über Krisen. Dann wir sprechen über eine große Arbeit, die zu tun ist. Nicht im Maßstab von 5 oder 10 Jahren, aber das Arbeit über eine Generation. Und Gespräche in diesem Gremium, mit Vergnügen beteilige ich mich an der Diskussion jetzt, gesprochen, diese Problematik ist viel komplexer. Das betrifft soziale, wirtschaftliche, ökologische Ebene und ich könnte das sofort führen. Das wissen Sie das auch genau, das haben Sie auch ausgeführt. Also meine Antwort wird so sein. Und zwar wollen wir die Wasserbilanz verbessern, aber wir brauchen weiche Lösungen, technische, im ökologischen Bereich, im grünen Bereich. Aber das, was wir nachholen müssen bei der Verbesserung des Wasserbilanz, also durch Wasserbecken.
wir sprechen auch von der Natur des Flusses. Im Einzugsgebiet hat der Fluss hat ein verschiedenes Temperament. Das ist auch ein Überbleibsel von unserer Nachfahren auf der Ober oder in der Oder-Ober. Wir freuen uns, dass an dieser Schlesischen Becken haben die Tschechen darauf Einfluss ausgeübt, auf Einfluss auf diese, auf dieses Wasser, auf das Hochwasser 97. Es ist ein Glück, dass es dieses diesen Ingenieurbau Wasser, dass es diese Einlage, diesen Becken gegeben hat und uns vor diesem Hochwasser gerettet hat. Also diese Anlagen müssen miteinander im Zusammenspiel stehen. Das muss alles verantwortlich eingesetzt werden. So wie unsere Vorfahren verantwortlich waren, genauso jetzt. Wir müssen verantwortlich handeln in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft und mit anderen sozialen Dimensionen, die ihre Bereiche finden müssen. Also man darf nicht auf Überschwemmungsgebieten bauen zum Beispiel. Wir dürfen uns selber keine Gefahr aussetzen. Bau eines neuen Objektes am Deichwand, das ist keine ernsthafte Herangehensweise. Lassen wir die Natur der Natur, und dann ist die Antwort auf Ihre erste Frage einfach. Weil wir dann zu tun haben werden ständig mit verschiedenen Variablen, mit verschiedenen Elementen, Naturelementen. Wichtig ist, dass wir das Potenzial nutzen. Ich möchte konkret fragen, wie Bau Rückhaltebecken dazu führt, dass wir mehr Wasser in der Region haben. Die Antwort ist zum Beispiel das Wasserbecken, was wir im Juni 2020 in Raciborz in Betrieb genommen haben. Das Wasserbecken konnte ihre Funktion erfüllen als Rückhaltebecken. Für einen Augenblick hat er das Wasser aufgefangen, und die Kollegen Tschechen können das bestätigen. Diese Anlage hatten wir, stand uns zur Verfügung in einer Krisezeit im Oktober 2020. Ich müsste die ganze Lage beschreiben. Aber Durchflüsse von 1000 Kubikmeter waren schon damals eine Bedrohung. Also hier ist die Antwort zweierlei. Das Auffangen von Wasser ist einerseits, wir haben ein Becken, das Wasser auffangen kann. Wir haben zu tun mit einem Wasserverlust. Wasserbilanz in Polen ist so und nicht anders. Auch weil wir daran arbeiten müssen, dass uns Wasser nicht ins Meer fließt. Dann möchte ich Herrn Andrzej Juszczowicz fragen, vielleicht hat er eine Meinung dazu. Das heißt, wir sprechen nach wie vor über etwas, als ob es eine Wirklichkeit aus dem 17. oder 19. Jahrhundert wäre. Aber wir sollen im Grunde genommen darüber sprechen, was wirklich, was die heutige Wirklichkeit ist. Das heißt, wir sollen darüber nachdenken, dass der Klimawandel etwas nicht etwas ist, sondern also etwas ist passiert und es ist zu Ende. Nein, wir stehen erst am Anfang. Wenn wir die Technik aus dem 19. Jahrhundert einsetzen bei den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, dann wird sich kein Becken bewähren. Sie erfüllen nicht die Funktion, die wir heute brauchen. Die haben ihre Funktion erfüllt, und zwar gut, aber im 19. Jahrhundert. Damals, das waren entsprechende Bedingungen, dass man solche technischen Lösungen einsetzt. Aber heute brauchen wir etwas, was das Wasser rückhält, aber nicht so, dass wir bei Malczyce das Wasser rückhalten und es dann in Rudna, Winska überpumpen oder andere Orte, wo das Wasser gebraucht wird. Wir brauchen das Wasser dort, wo man das braucht. Und die Gemeinden, die Kommunalverwaltungen, die verstehen heute nicht so ganz, wie man diese Probleme heute technisch löst. Naja, sie nehmen das so wahr als ihre
wirtschaftliche Chance, also in Form von diesem, von diesen Bauwerken. Also zum Beispiel, dort ist ein Becken entstanden, das trägt dazu bei, dass der Tourismus sich entwickelt, das generiert Einkünfte, aber die sehen das nicht so, dass so ein Becken zur Folge hat, dass bald ein grundsätzliches Problem von allen Gemeinden, nicht nur in Sudeten, Wassermangel sein wird. Das heißt, das Becken wird zur Folge haben, dass nicht nur Gemeinden in den Sudeten kein Wasser haben, sondern auch solche, die das Wasser direkt sehen können, die auf das Wasser schauen. Denn die Becken werden austrocknen. Also das Rückhalten von Wasser. Wir sollen das Wasser dort rückhalten, wo wir das brauchen. Was für eine Lösung würden Sie dann vorschlagen, anstatt der Rückhaltebecken? Lasst uns versuchen, die landwirtschaftliche Retention wieder aufzubauen. Das heißt, an diesen Stellen, wo gesagt worden ist, dass das Wasser ursprünglich sich sammelte. Also Wälder, Moorgebiete, unweit von verschiedenen Siedlungen der Menschen, dort, wo das mit der Landschaft zusammenpasst. Dort sollen wir investieren und nicht an Stellen, die mit der Bekämpfung des Klimawandels nichts zu tun haben. Eine Frage an unseren tschechischen Experten. Auch danach, wie sich das aus der tschechischen Perspektive darstellt. Wie kann man damit kämpfen? So wie Frau Tomik das vorschlägt oder wie Herr Schlebert sagt. Ich möchte nicht, dass hier zwei Probleme verwechselt werden. Klimawandel aus der Sicht der Wasserwirtschaft hat zwei Probleme zur Folge. Wassermangel. Trinkwasser und Industriewasser. Wir brauchen Wasserressourcen, wo wir das Wasser abnehmen können. Das können Becken sein, das können auch unterirdische Wasserressourcen sein. Auf der anderen Seite haben wir ein ganz anderes Problem. Das heißt, der Wassermangel in der Landschaft, auch für die Landwirtschaft. Und Becken sind dabei bestimmt keine Lösung. Das ist so, wie Herr Andrzej sagte, das ist die Retention von Wasser, so wie das eine gesunde Landschaft machen kann. Also wir müssen uns entscheiden, brauchen wir das Wasser für Industrie oder als Trinkwasser? Das lässt sich vereinbaren, aber das Problem besteht darin, dass wir nicht dasselbe Wasser paar Mal oder mehrmals verkaufen können. Wasser, das wir langfristig brauchen, kann nicht für Irrigation benutzt werden. Und wir müssen darüber nachdenken, dass wir eigentlich dieses und jenes brauchen. Aber man muss sich darüber Gedanken machen, dass die eine Art der Nutzung von Wasser nicht das beeinträchtigt, was wir sonst noch brauchen. Ich weiß natürlich, dass aus der Sicht der Diskussion mit Beteiligung der Medien, dass es am besten ist, zu sagen, das oder das. Aber man muss die beiden Aspekte im Auge behalten. Vielen Dank, Herr Dr. Wojciech Szymalski, Institut für die nachhaltige Entwicklung. Dieselbe Frage. Also natürlich mit dem Aspekt, der für Sie am meisten, am interessantesten ist, zum Beispiel der Transportaspekt. Inwiefern kommt das vor im Zusammenhang mit dem Klimawandel? Inwiefern spiegelt sich das wieder bei Entscheidungen? Meines Erachtens kommt das sehr schwach vor. Zumindest im Transportsektor, von dem ich gesprochen habe. Es gibt Indizien und Indexzahlen, Kennzahlen für. Es gibt eine Kennzahl für die Energie und theoretisch stimmt das in etwa mit den Voraussetzungen der europäischen Klimapolitik. Eine kleine Reduktion findet statt. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wir bemerken das Problem schon irgendwie. Aber generell
Ja, nicht unbedingt, würde ich sagen. Selbst die europäischen Fonds, von denen Krzysztof sagte, ich habe die in der Tat so ein bisschen ausgewertet. Wir investieren nach wie vor in das, in was wir schon vorher investiert hatten. Also das läuft so, wir sollen bauen, wenn wir aufhören zu bauen, dann hören wir auf, uns weiterzuentwickeln. Das meiste Geld geben wir nach wie vor im Straßenbau aus. Das sind zwar andere Straßen als die, die wir bislang gebaut haben. Das sind vor allem Woiwodschafts- oder Kreisstraßen, Gemeindestraßen. Wir werden natürlich auch das Autobahnnetz bis zum Ende bringen oder fertig bringen. Die Eisenbahn ist natürlich dabei auch berücksichtigt, aber da gibt es praktisch keine neuen Eisenbahnstraßen. Also, aus meiner Sicht bedeutet das, dass der öffentliche, dass der Straßentransport langsam zurückgehen wird. Aber wir haben leider nicht besonders viel investiert. Also die meisten Mittel kamen aus der Europäischen Union. Das war das Verhältnis 60% aus der EU, 40% unserer eigenen Mittel. Das soll und das kann und soll sich sogar ändern. Aber und naja, so wirklich. Wir haben in Polen kein umfassendes Konzept, wie wir uns verändern sollen. Wie sollen wir das gestalten, damit die Emissionswerte zurückgehen? Das wurde so wirklich nicht entwickelt. Wir haben also Vision, aber in den einzelnen Sektoren, im Energiesektor, im Transportsektor und in anderen Sektoren haben wir praktisch nichts. Aber eine umfassende Vision, die berücksichtigen würden, dass wir Klimaneutralität als Ziel haben, das liegt nicht vor. Und das ist leider negativ. Das ist als negativ zu bewerten. Wir bleiben beim Transport. Wir wenden uns mit der Frage an alle anderen Podiumsdiskutanten, wenn wir über den Ausbau der Oder als Wasserstraße hören. Unser Kapitän sagte heute, dass seiner Meinung nach es nicht erforderlich ist, Oder zu vertiefen. Aber sollen wir wirklich über die Oder als Wasserstraße nachdenken? Soll das weiterhin ein Ziel sein für uns? Oder sollen wir etwa auf Wassertransport überhaupt verzichten? Der Fluss soll weiterhin als Wasserquelle funktionieren. Sollen wir, also so revolutionär das herangehen, sollen wir nur rudimentär Flüsse als Wasserstraßen lassen? Herr Georg Grast, bitte. Also ich glaube schon, dass es sehr ratsam wäre, auch mal ganz alte, scheinbar festgefahrene Zielsetzungen in Frage zu stellen. Ich betone noch einmal, wenn die Oder eine wirtschaftliche, konkurrenzfähige, und das Wort Konkurrenz wird bleiben, auch in Zukunft, unter reduzierten Energieverbräuchen überleben will, dann braucht es massive Eingriffe, mit oder ohne Staustufen. Alle diese Maßnahmen werden 10, 20, 30 Jahre benötigen. Und wenn ich diesen Zeithorizont vor mir habe und vergleiche, wie entwickelt sich denn die Wirtschaft in der Zwischenzeit, welche Bedarfe habe ich denn in Zukunft? Kein Kohletransport mehr, eine Reduktion der Entnahme von mineralischen Baustoffen aus der Fläche und Transport über größere Distanzen, dann sieht die Zukunft anders aus. Und ich glaube, der einzige Weg, den man mittelfristig erschließen kann, ist die Schiene, weil das Straßennetz eh schon existiert und allein schon aus Konkurrenzgründen wird in Deutschland die Schiene oft weitergeführt, sonst
könnten sich Einzelne eben als Monopoltransportweg etablieren. Das sollte man auch mit bedenken. Das ist in den USA ein ganz großes Thema. Und das ist in vielen anderen großen Staaten, die Massentransporte über große Distanzen abwickeln müssen, auch so. Und das, wenn ich die Diskussion jetzt an der Deutschen Elbe zum Beispiel vergleiche, dann steht das tatsächlich unter den Fachleuten grundsätzlich in Frage, ob die Binnenschifffahrt eine Zukunft hat. Politisch und in der äußeren Darstellung sieht das anders aus. Was ich aber untersetzen kann, ist, es gibt keine Fortschritte im Ausbau der Elbe seit 30 Jahren. Und das wird sich in den nächsten 20 Jahren auch nicht ändern. Und die Industrie trifft Entscheidungen jetzt oder in 3 Jahren und nicht in 30 Jahren. Auf sowas lässt sich niemand ein. Und wenn ich wieder den Vergleich zum Rhein nehme, dann ist ganz klar, der ist konkurrenzfähig, auch unter den zukünftigen Bedingungen geringerer Abflüsse. Und dann läuft sozusagen das System ineinander integriert. Und ich glaube, man kommt nicht drum herum, die Oder, bei der Oder wirklich in Bezug auf Binnenschifffahrt grundsätzliche Fragen zu stellen. Und das geht nur, wenn ich zukünftige Situationen in die Bewertung einbeziehe und nicht von heutigen Status quo ausgehe. Gut, dann richte ich mich mit der Frage an die andere Expertin. Angesichts dessen, was Herr Georg Rass sagte, woher kommen diese langfristigen großen Pläne, wenn es um den Ausbau der Binnenschifffahrt geht? Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Mitarbeiterin des Ressorts seit mehreren Jahren. Ich habe vorher aber als in der Kommunalpolitik gearbeitet und dabei ging es um Raumordnung und Krisenmanagement, auch im Oder-Bereich. Ich habe die Gemeinden an der Oder vertreten und bei Konsultationen, die im Rahmen meiner alltäglichen Arbeit stattfinden, NGOs und Selbstverwaltungen, die an dem Dialog teilnehmen über die Zukunft der Region an der Oder, zeigen uns die Zukunft, die auf Eisenbahntransport und Wassertransport basieren. Und deswegen zeige ich dabei die Zusammenarbeit. Ich möchte nicht antagonisieren. Eine meiner Kollegen hat vorher schon gesagt, dass wir die Lektion nicht gemacht haben im Odertal. Also wir kommen direkt von der Diskussion über Naturelemente zu den Fragen des Transports. Ich konsultiere, meine Damen und Herren, also grenzüberschreitendes Gebiet Polen-Tschechien bis nach Stettin und daraus ergibt sich, dass wir Zentren haben mit einer hohen Einwohneranzahl, stark urbanisiert im Süden, 3 grenzüberschreitende Industrieregionen, Schlesien in Polen, Mährisch-Schlesisch in der Tschechischen Republik und Žilina in der Slowakei. Und wir haben über Cargo-Transporte gesprochen, ob es überhaupt sinnvoll ist. Ist es die Vergangenheit oder ist es auch die Zukunft? Die Situation, die wir heute im Osten haben, in der Ukraine, das Modell hat überhaupt nicht Cargo-Transporte von Ost nach West berücksichtigt, wie das heute stattfindet. Aber es gab diese Hand, die gestreckt wurde von Stettin bis nach Süden. Uns sind diese Durchflüsse bewusst. Wir wissen, was für Verantwortung vor uns steht. Aber diese Wasserstraße lebt, funktioniert. Aber dass es funktioniert, das ist eine Sache. Aber darauf zielt meine Frage ab. Soll das so funktionieren wie heute oder soll das ausgebaut werden? Das kann an vielen Stellen die Natur zerstören oder dazu beitragen. Also soll das ausgebaut werden? Wir sind jetzt nach der Konsultation des Nationalen Schifffahrtsplans. Das ist ein Programm für die Binnenschifffahrt, aber vor allem gilt das für die
oder als Wasserstraße. Und ich würde mich darauf konzentrieren, dass wir die bestehende Wasserstraße in Ordnung bringen, aufrechterhalten. Es wurde hier über Arbeiten berichtet, die an der Grenzoder durchgeführt werden. Ich bin ab und zu Gast auf einem Cargo-Schiff und ich habe seit vielen Jahrzehnten die Arbeit auf der deutschen Seite beobachtet. Dabei ging es um die Instandsetzung an einzelnen Stellen, an der Reinigung der Bohnenfelder. Und dann fragte ich immer Leute auf meiner Seite, was machen wir? Aber in Ordnung bringen, was heißt das? Fünfte Klasse Schiffbarkeit, die Klassifizierung der Wasserstraßen in der Binnenschifffahrt setzt einen geschlossenen Katalog voraus. Also Schleusen, Lichtmaße und so weiter. Aber alle glauben, dass wir Vertiefungen brauchen. 2 Meter tief, 3 Meter tief. Aber ich glaube, dass der Fortschritt und dass wir neue Schiffe brauchen mit modernen Antrieben, das schafft uns die Möglichkeit, die Wasserstraßen zu nutzen, die wir durch die Regulierung erreichen können. Etwas, was wir nicht in den letzten Dekaden gemacht haben. Die Instandsetzung der Oder, das ist das, was eigentlich Gegenstand des deutsch-polnischen Vertrages ist, der hier mehrmals erwähnt worden ist. Das muss wiederhergestellt werden. Das wurde zerstört aufgrund der Vernachlässigungen in den Aufrechterhaltungsarbeiten. Naja, wir setzen auf die Verbindung Eisenbahn und Binnenschifffahrt. Und dabei ist CO2-Emission relevant. Wir wissen, dass die Eisenbahn, wie zum Beispiel Odrzanka von den Szymalski erwähnt, wichtig ist. Im Moment wurde das Volumen, die Bahn Plus, verdoppelt. Alles, was mit dem Cargotransport in dem Odertal zusammenhängt, ist für mich eine Anregung. Wir wollen den Wassertransport nicht löschen, sondern eher anpassen an die heutigen Möglichkeiten. Ich Herrn Roszlewicz danach fragen, was meinen Sie, was ist das? In Ordnung bringen, instand setzen? Ich bin an der Oder geboren, aufgewachsen. Ich kann mich an die Schifffahrt auf der Oder erinnern. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass die 70er und 80er Jahre, das war eine ganz andere Oder als heute. Das war ein ganz anderes Klima, ganz anderes Wasser in der Oder. Also ich weiß nicht, von welcher Schifffahrt wir so wirklich sprechen. Wenn wir über die heutige Schifffahrt sprechen, über dieses Wasser, das man heute in der Oder finden kann, also diese Oder gibt es nicht mehr und wird es nicht geben. Denn das Klima, wir haben kein Tropenklima. Das geht in die andere Richtung. Ich bin Kommunalpolitiker, also ich sehe das aus der kommunalen Sicht. Ich kann nicht verstehen, wenn jemand sagt, dass die Selbstverwaltung für Cargotransporte auf der Oder ist. Als Kommunalpolitiker aus Chinawa überlege ich mir, was für einen Vorteil soll das sein, bedeuten für unsere Selbstverwaltung, dass 6 oder 7 Schubkerne auf der Oder fließen. Das muss alles. Man braucht mehr Wasser im oberen Oder-Bereich und dann lässt man das Wasser raus und erst kann man darauf fahren. Aber sonst geht das nicht. Als Kommunalpolitiker sehe ich also für mich kein Interesse, dass auf der Oder die Binnenschifffahrt betrieben wird. Da kann man von keinem Interesse der Kommunalpolitik sprechen. Das ist keine Chance für die Selbstverwaltung und für die Gemeinden.
Ich sage das als eine Art Analogie. Also die Selbstverwaltung ist so ein Vorteil für die Selbstverwaltung wie eine Autobahn ohne eine Ausfahrt in einer bestimmten Gemeinde. Es wäre ehrlich zu sagen, okay, wir haben für die Instandsetzung der Oder 70 Milliarden Zloty und die Selbstverwaltungen sollen darüber entscheiden. Wollt ihr, dass wir diese Wasserstraße wieder aufbauen oder könnt ihr diese 70 Milliarden besser nutzen, um sich auf den Klimawandel vorzubereiten? Und wir könnten beobachten die Reaktion der Selbstverwaltung. Wir haben keine 70 Milliarden und wir haben auch nicht diese Ambition. Ja, aber wenn man das aus der anderen Seite betrachtet, wenn wir über die Schifffahrt auf der Oder sprechen, dann wollen wir eine weitere Wasserstufe aufbauen, aber nicht von der Mündung, sondern von der Quelle. Also, eine weitere Wasserstufe in Szczynawa und dann fahren wir bis nach Szczynawa. Und wie soll es weitergehen? Schieben oder ziehen auf dem Flussbett ziehen? Naja, wir können nur bis zu einem gewissen Ort fahren. Eine Stufe braucht etwa 30 Jahre. Dann in den nächsten 30 Jahren Lubiąż, dann wieder Szczynawa und das ist das Jahrhundertsende und Klimawandel, der zur Folge hat, dass aus der Oder nur ein kleiner Bächlein wird. Wir haben noch eine Frage an Herrn Szymalski, bevor wir dem Publikum das Wort übergeben. Macht das Sinn, wirklich, wenn man bedenkt, dass Eisenbahnlinie ein sicheres Transportmittel ist. Bei der Eisenbahn haben wir nicht mit großen Verspätungen zu tun, bis auf große Krisen. Aber in der Schifffahrt, da hat man ständig oder immer wieder Krisen. Also, macht das überhaupt Sinn, darüber zu sprechen in dieser Situation? Ich kenne keine solche Verbindung. Also man kann Seeschifffahrt mit der Eisenbahn verbinden, zum Beispiel von Stettin oder in Holland ist es auch möglich. Aber ich kenne die Verbindung der Binnenschifffahrt mit der Seeschifffahrt, das geht auch. Naja, ich müsste vielleicht suchen, vielleicht gibt es eine solche Verbindung irgendwo. Aber das glaube ich nicht. Wenn wir über die Synergie sprechen, dann in dieser Bedeutung, von der ich gesprochen habe, wenn ein Schiff nicht fährt, dann fährt ein Zug. Das ist Synergie. Sie legen nahe, dass es keinen Sinn macht. Aber naja, ich habe eine Bitte, dass wir Herrn Kapitän etwas von meiner Zeit zur Verfügung stellen und er kann sich dann dazu äußern. Herr Kapitän, das sind wichtige Worte, nur wir müssen an die Zeit denken. Ich habe eine grundsätzliche Anmerkung, wenn Herr Vertreter der Kommune in Szczynawa, mit dem ich lange Kontakte habe, wenn er so gut die Schifffahrt kennt und die ganze Problematik, vor allem schicke ich vorweg, ich sollte über die Schifffahrt nicht gesprochen, aber ich wurde jetzt aufgefordert. Also ich gebe alle meine Berufsgenehmigungen zurück an Herrn Vertreter der Kommune, damit er so am Kopf sitzt und die vorbei schwimmende Enten zählt, rechnet, zusammenrechnet. Sechs Frachtkähne pro Stunde. Wenn Sie solche Beispiele nennen, ich habe 54 Jahre verbracht am Steuerrad an Schiffen. Ich habe Rekorde überwunden, nicht nur beim Transport. Und Sie sagen, dass ich dazu nicht geeignet bin. So etwas hat der Herr nicht gesagt. Jetzt kommen wir schon zum Kern der Sache.
über. Hier wurde die Formulierung geäußert, alternativer Transport für Binnenschifffahrt. Ich frage, warum? Geschwindigkeit? Erste Beispiel, 70er Jahre. Neue Schiffe, Bison, gab es in Breslau, befüllt mit Kohle, bis zu 1,60 Meter hoch, 1000 Tonnen Kohle und ein Güterzug fährt. Zusammen fahren die beiden. Ein Zug kann nachts fahren, wegen der Sicherheit kann das Schiff es nicht. Bis nach Stettin, dieser Bison war zwei Stunden früher als der Güterzug. Das ist ein Beispiel. Welches Jahr war das? Das waren 70er Jahre. Wie war die 12 Stunden pro Stunde war die Geschwindigkeit des Schiffes und des Zuges? Wie war die Geschwindigkeit auf der Bahnlinie? Ich möchte noch hinzufügen, leider verkehren manche Güterzüge auch mit einer Geschwindigkeit von 12 Stunden pro Stunde. Also zum alternativen Transport. Das Thema Eisenbahn. Wenn wir eine Eisenbahnlinie in Betrieb nehmen möchten, dann brauchen wir ein Stück Land. Dann muss man genug Kohle graben, man muss Schienen bauen aus Erz und wir haben einen zweiten Bestandteil. Emissionen von Abgasen, dann Vibration, Lärm, dann Stromversorgung. Wir wissen, dass wir so eine Lokomotive an die Steckdose anschließen. So ist das nicht. Wenn wir jetzt Kraftwerke sehen, die Rauch erzeugen, dort wird Kohle verbraucht, sodass der Zug fahren kann. Und jetzt das Wichtigste. Seit 2015 gab es im polnischen Parlament eine Frage in einem des Ausschusses, die Mitarbeiter der WWF. Ich habe die Frage gestellt. Jedes Jahr, zweimal im Jahr, werden auf die Gleise Herbizide gegossen, um das Grüne zu vernichten. Und jetzt die Schlussfolgerung. Sammeln Sie das alles, diese Fakten. Was ist ökologischer und was nicht? Ich sage nicht, dass ich Unmögliche will. Aber seien Sie objektiv. Seien Sie objektiv. Gut, danke. Ich möchte nur sagen, dass Herr Szymalski das auch vorgestellt hat, der CO2-Einfluss bei der Eisenbahntransport. Das ist eines. Zweitens, wir haben schon die Oder-Eisenbahnlinie seit Jahren. Soll sie überholt werden? Diese Überholung dauert sehr lange, auch wenn das Geld eigentlich schon vorgesehen war dafür. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die auch Grund unseres Treffens ist, nämlich die Politik der EU. Und ich möchte fragen nach zwei Dokumenten, die wichtige Rechtsakte sind. Das betrifft uns Deutsche, Tschechen, Polen. Wir sind Mitglieder in der EU. Wir sind dazu verpflichtet, was in der EU passiert. Wir haben zwei wichtige Dokumente. Also die Wasserrahmenrichtlinie. Also das sind diese Rahmen für Wasserverhältnisse in allen Mitgliedstaaten. Ein wichtiger Akt, das hat der Fall Turów gezeigt, wo diese Wasserrahmenrichtlinie ihre Wirkung gezeigt hat. Und ein zweites Dokument, ein weiches Dokument, aber der auch Einfluss haben wird auf EU-Maßnahmen. Das ist die Europäische Biodiversitätsstrategie 2030. Für Polen ist das eine Revolution. Unsere Forstmitarbeiter wollten gegen die Strategie kämpfen.
Die Strategie kann dazu führen, dass wegen der zweiten Krise, also Biodiversitätskrise, kann es zu großen Veränderungen führen. Wie können die zwei Dokumente uns dabei helfen, bessere Konzepte für die Flüsse zu erarbeiten, die wir die Regierungen überzeugen können? Wir beginnen jetzt mit Herrn Gernrest von unserem Experten aus Deutschland. Bitte. Keine leichte Frage, und wenn das so logisch wäre, wären wir wahrscheinlich schon auf einem guten Weg. Also die Wasserrahmenrichtlinie, und das darf man nicht vergessen, fordert uns auf, regelmäßig die Zielsetzungen und auch die Begründungen für bestimmte Nutzungen im Wasserbereich zu überprüfen. Auch wenn die Zielerreichung vorerst einmal bis 2027 festgeschrieben ist. Und selbst wenn Polen jetzt eine Reihe von Gewässern nach Artikel 4.4 mit verminderten Umweltzielen verknüpft oder andere mit verspäteten Zeitzyklen, kommt man nicht aus dieser Bredouille. Und deswegen wird auch von dieser Seite das Thema immer wieder auftauchen. Ist der Ausbau eines Gewässers entsprechend gerechtfertigt? Und viel härter, was Sie nicht erwähnt haben, ist eigentlich die Habitatrichtlinie. Denn dort sind besondere Ausnahmebestimmungen notwendig, die man sich in Brüssel genehmigen lassen muss, wenn Natura 2000 Habitate oder FFH-Gebiete beeinträchtigt werden. Und das ist argumentativ im Kontext Flussaue überhaupt nicht einfach. Und das in Bezug auf eine Schifffahrt, die eigentlich in dieser mittleren Oder nicht mehr existiert, zwischen Przekdolny oder Malczyce und der Grenze oder unterhalb der Wartemündung. Das ist ökonomisch nicht begründbar. Also da bin ich gespannt, wie man das lösen will. Und da sollte man sich, würde ich raten, dass man sich frühzeitig eben wirklich ernst mit zukünftigen erwartbaren Bedingungen beschäftigt, um hier nicht eine riesige Fehlinvestition für 20, 30 Jahre durchzuziehen. Also denken Sie, dass die EU-Kommission das prüfen wird, und die EU-Kommission sollte auf die Befolgung dieser Bestimmungen, dieser Vorschriften achten? Ja, mit Sicherheit. Ich kann Ihnen Beispiele von der Donau sagen. Dort sind schon einige Pläne, und das ist eine andere Wasserstraße. Das ist 50 oder 100 Mal mehr Wasser wie an der Oder. Da fahren vergleichbare Binnenschiffe und größere. Dort hat man tatsächlich Planungen verändert, weil bestimmte Ausnahmebestimmungen nicht erfüllbar waren. Also ich würde das überhaupt nicht verharmlosen, unabhängig von der heutigen Situation. Das Thema bleibt auf dem Tisch, das ist ein Gesetz, da ist ein Zyklus festgeschrieben, und ich kann nur raten, ordentlich berücksichtigen. Das ist materielles Recht, das kann man nicht irgendwie zurechtbiegen. Also es sind schon viele gescheitert. Auch in Deutschland, der Hochwasserschutz, hieß es immer wieder, der Naturschutz sei schuld an bestimmten Verzögerungen. Fakt war, man hat materielles Recht im Planungsverfahren nicht ordentlich berücksichtigt. Frage an Frau Gabriela Tomik. Was das, was der deutsche Experte sagt, was die Wasserrahmenrichtlinie im Wege stehen kann oder ein Problem sein kann, wenn es um den Ausbau der Oder geht, der Wasserstraße. Von Ihrer Seite ist schon die Bezeichnung natürliche Retenz gefallen. Ich wurde schon gelenkt in diese technische Frage in Bezug auf Rückhaltebecken. Hier braucht man einen gemeinsamen Workshop zusammen mit Ihnen, eine Werkstatt, gemeinsame Werkstatt. Also gemischte Lösungen, technische Lösungen wären nötig. Mischung technisch-ökologisch. Erst bei der Verbesserung des Wasservolumens im Gelände können wir über die Biodiversität sprechen, über die Erhaltung der Biodiversität in Flusstälern.
Wenn wir über die Wasserstraße sprechen, dann erfordert es einer gemeinsamen Werkstatt. Ich werde das jetzt nicht eindeutig sagen heute, dass ich eine Idee habe. Ich suche interdisziplinär mit Ihnen eine Lösung. Und sicher werden wir zumindest im Flusstal Oder nach den Lösungen suchen, nach Ihren Stellungnahmen suchen, nach Ihrer Zusammenarbeit mit Ihnen suchen, so wie in einem lebendigen Organismus. Wir müssen die Verantwortung übernehmen dafür, welchen Fluss wir hinterlassen. Denn ich möchte mich beziehen auf die Biodiversität. Ich möchte diese nicht verlieren. Heute haben wir Stellen. Ich habe selber in einer Gemeinde gearbeitet. Zuerst gab es einen Brand. Ruda Raciborska, 10.000 Hektar Wald verloren gegangen. Dort fehlte an Wasser im Boden. Wie soll ich mit den Gemeinden darüber sprechen, anders als über das Aufhalten des Wassers? Aber wir sprechen über die natürliche Retention, über die Erhaltung des Wasserstandes, über den Durchfluss in der Oberoder, dass der Durchfluss höher ist, dass das Grundwasser da bleibt. Die Wassernutzung ist noch wichtig. Wir sprechen hier nur über die Ökologie, aber das sind komplexe Bereiche. Es gibt wirtschaftliche Diskussionen, ob man dann das, was ausgebaggert wurde nach einem Tagebau, soll man das mit Müll befüllen oder mit Wasser? Das ist eben Diskussion über die Biodiversität. Das Gespräch über Wasser, Wasserspeicherung in solcher ausgebaggerten Stelle, das öffnet das Thema. Muss man sehen, wie wir als Ministerium darauf schauen, wie wir auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit schauen im Forstbereich, Forstwirtschaftsbereich, im Wasserwirtschaftsbereich und auch wenn es um die Nutzung geht, um die Bergbauaktivität. Genauso gleiche Frage an Herrn Kalik, wie aus der tschechischen Perspektive diese Möglichkeiten, die rechtlichen Möglichkeiten aussehen und strategischen aussehen, die uns die Dokumente der Europäischen Union geben. Ich konnte über lange Zeit sehen, wie sich die Strategie der Biodiversität der EU entwickelt. Das Hauptziel war, als die Strategie zum ersten Mal erarbeitet wurde, also das Aufhalten des Verlustes der Biodiversität bis 2010. 2010 gab es eine neue Strategie, die dann das Aufhalten des Verlustes bis 2020. Jetzt haben wir eine Strategie, die das Ziel verschoben hat auf 2030. Jetzt, hier muss man sagen, natürlich haben wir auch die Wasserrahmenrichtlinie und dort stand bis 2015 die Ziele des guten ökologischen Zustandes aller Gewässer in der EU zu erreichen. Und dann gab es noch zwei sechsjährige Zeitperioden, in denen man die Ziele das noch später erreichen konnte. Bis heute. Ich glaube, ca. 30% der Gewässer in Europa haben diesen guten ökologischen Zustand. Die Sache ist klar. Das steht außerhalb aller Erfolge. Das Umweltministerium an sich kann diese Ziele nicht erreichen. Vorher war es so, dass andere Ministerien das nicht ermöglichten. Früher ging es darum, dass andere Ministerien andere Ziele haben, die dem im Wege standen. Die EU ist ein Spielplatz, wo verschiedene Interessen aufeinander kommen und die ökologischen Interessen verlieren meistens. Dort steht keine so große politische und finanzielle Kraft. Das ist eine Sache. Wenn wir die Strategie dann einführen würden über den Schutz der Biodiversität und Rahmenwasserrichtlinie, dann müssten wir hier heute nicht sitzen und diskutieren. Alles wäre gut. Es gibt noch einen Begriff, mit dem man sich beschäftigen kann, das eine Grundlage sein könnte für Diskussionen. Das ist die Tatsache, dass die Infrastruktur, das ist nicht nur technische Infrastruktur. Heute, die
Eine moderne Herangehensweise ist heute so, dass die gleiche Bedeutung wie technische Infrastruktur auch die Naturinfrastruktur hat, also grüne Infrastruktur und blaue Infrastruktur. Wenn wir also in der Lage sind, auf der Ebene von Raumordnungsplänen, auf der Ebene von Strategien, Konzepten dieser grünen Infrastruktur und blauen Infrastruktur dieselbe Chance zu geben wie der technischen Infrastruktur, und dann können wir tatsächlich erörtern, überlegen, was wir in beide Richtungen machen können, dann können wir zu Lösungen kommen. Aber wenn wieder die grüne Infrastruktur, die blaue und die grüne Infrastruktur weggelassen wird, dann wird sich der Zustand nicht ändern. Vielen Dank. Wir haben versprochen, dass wir auch Wort dem Saal übergeben. Eine Wortmeldung gab, das war eine Frau Journalistin. Ja, Entschuldigung, ich übergebe zum Frau Simona Janikova. Gospodarske Noviny, eine tschechische Zeitung, hat eine Frage. Nach dem, was wir in der Konferenz gehört haben, dass der Wasserweg auf der Oder keinen Sinn hat, aus Tschechien sieht es so, dass Polen sehr viel Druck macht. Warum macht Polen so viel Druck? Wer möchte jetzt diese Frage beantworten? Wer wagt es? Herr Karlik vielleicht. Ich würde das so sagen. Wenn wir mit der internationalen Zusammenarbeit gestartet sind, als NGOs, haben wir uns gewundert, dass in Tschechien man darüber spricht, dass in Polen Druck ausgeübt wird und in Tschechien umgekehrt. Also ich denke, solange, wie lange unsere Zusammenarbeit besteht, wenn es um den Naturschutz geht, dann besteht auch eine Zusammenarbeit besteht beim Durchsetzen technischen Lösungen. Also solche Festlegungen muss man etwas mit misstrauisch betrachten. Der Herr von den staatlichen Forsten. Guten Tag, Richard Majewicz, Spezialist für Wasserwirtschaft bei der Regionaldirektion für für Staatsforste in Breslau. Krzysztof hat gesagt am Anfang, dass sich in den 10 Jahren nichts geändert hat. Der Wasserstand hat sich nicht geändert. Hier in den letzten Jahren wird hier das Wasser in der Wasserstufe gestaut. Wenn die Schifffahrt so ein großes Problem ist, dann beantragen wir den Abbau der Wasserstufe hier in Breslau. Dort, wo wir uns befinden, der Fluss wird sich renaturieren. Man muss den Fluss nicht verwalten. Dazu auch, dieser Wasserwerk wird nicht mehr funktionieren. Und das Werk von Karl Bonk, Wasserwerk und Mosshammer, die Touristen werden sich wie einem Naturschutzgebiet angucken. Das ist ein radikaler Antrag. Und dann können wir weitere Wasserstufen abbauen. Der nächste Piaskowy im 13. Jahrhundert wurde schon diese Wasserstufe angelegt. Und dann später geht es schon einfach. Und dann alle Schifffahrtsfragen werden gelöst. Zur Schifffahrt weise ich darauf hin, dass die touristische Schifffahrt, das ist eine Hotel-Schifffahrt. Für Kapitäne, das ist Survival. Das ist Überlebenskunst. Ich glaube, dass die Zukunft der Polens in der EU ein Survival sein soll. Vielleicht ist es ein interessantes touristisches Projekt, aber wollen wir das? Und noch, was hat sich geändert? Geändert hat sich die Politik der staatlichen Forste. Als ich begonnen habe, dort zu arbeiten, seit Mitte der 80er Jahre, hat man begonnen, das Profil der Waldwirtschaft zu verändern. Also die Bedeutung der Wasserwirtschaft bei der Forst wurde so groß, dass in den 90er Jahren ein einheitliches Gesetz erarbeitet hat über die Organisation der staatlichen Forste. Und genauso hat man die nationalen Gewässer, diese Behörde, aufgebaut. Die Strukturen sind ähnlich jetzt. Inzwischen bauen die staatlichen Forste bauen selbst die kleine Retention. Die Wälder, die Forste
machen die Retention von sich selbst, dazu noch die Wasserbauten. Und letztens durch die Fördermittel der EU, schon in der dritten Folge, nutzen wir die Fördermittel der EU, um die kleine Retention zu organisieren. Das wird in Wäldern gebaut und die Wälder werden in den Wasserscheiden gebaut, weil der Zivilisationsdruck von unten kam. Also je höher, desto mehr Wälder gibt es. Und dort eben wird die Retention gemacht. Deshalb denke ich, man muss das unterstützen, denn die staatlichen Wälder machen das, sie haben diese Satzungsverpflichtungen dazu. Also mehrere tausend Objekte sind das. Das sind nicht nur Wasserbecken, das sind unterschiedliche Anlagen. Ich schicke sie an das Zentrum, an das Handbuch für gute Praktiken, Zentrum für, zur Koordinierung der Umweltmaßnahmen. Das ist diese Datenbank. Gute Beispiele fehlt mir in dieser Konferenz. Wir müssen gleich abschließen. Eine letzte Frage möchte ich stellen. Der Kollege Doktor hatte eine Alternative für die Schifffahrt. Ich habe gehört, es gibt nur eine Alternative. Also Alternative 4 nach der polnischen Serie wurden vorgestellt. Vielleicht können Sie antworten, welche Alternative gibt es für den Transport? Ich möchte noch Radosław Gawlik von der Eko-Unia bitten. Ich glaube, Ryszard Majewski hat belächelt ein bisschen das Thema. Niemand befürwortet das Abreißen der Wasserstufen in der Stadt. Das wäre eine Herausforderung. Vielleicht kommen wir mal dazu. Ich beantworte jetzt ein wenig die Frage, die gestellt wurde, ob die Binnenschifffahrt, Bau von Wasserstraßen verstanden als Gütertransport, das oder Ökologie. Wir sind schon nicht an diesem Punkt. Wir stimmen hier überein, viele von uns. Wir stimmen überein mit dem touristischen Transport, mit Kanufahrten, angepasst an die Wassertiefe. Ich glaube, Herr Kapitän auch es sagt, wir werden auf der Wasser fahren, aber wir passen uns an die Bedingungen an. Und wir erheben Widerspruch gegen dem Geld ausgeben. Konkurrenz, Wettbewerb macht der Staat. Zwischen dem Binnenschifffahrt große Frachtkähne 5A und Eisenbahn. Wenn wir 100 Milliarden oder 200 Milliarden jetzt investieren und bei der Wasserschifffahrt, wenn man sagt, wenn das 200 Millionen was kosten soll, siehe Malczyce, dann zeigt sich 1.500.000. Wir wissen, dass diese Haushalte nicht eingehalten werden. Dann sage ich so, dann pumpen wir mehr Geld in die Eisenbahn. Wozu soll sich der Staat Konkurrenz bauen? Das ist absurd. Die ganze Diskussion kommt davon, dass eben an der Diskussion fehlte, dass die Regierung leise die Maßnahmen durchsetzte, ohne Diskussion, ohne ökonomische Argumente. Ich bin Transportökonom. Das geht nicht für den Fall des Eises, des Hochwassers. Müssen wir Alternativen suchen für den Transport? Leute, haben wir in 24 Stunden ihre Ware bekommen. So werden Betriebe gebaut. Vielleicht führt das dazu, dass der Krieg diese Lieferketten ändert. Aber die Schifffahrt kann das nicht gewährleisten. Die Schifffahrt kann Tourismus gewährleisten, Kanus, Kajaks. Ich fuhr vor 2 Jahren in der ersten Kanufahrt aus Breslau, vor dem Krieg gab es was vielleicht, von Breslau nach Berlin. Und im Abschnitt 6 Jahre bis zum Kanal oder Havel habe ich keinen Frachtkahn gesehen. Auf dem 2 Frachtkähne auf dem Kanal oder Havel habe ich gesehen. Einen deutschen, einen polnischen. Dort gibt es keine Schifffahrt. Dort gab es Motorboote, es gab Yachten und das ist die Chance für die Entwicklung. Wir bauen diese Wasserstraßen und dann wird nichts darauf fahren.
denn die Leute Angst haben zu investieren. Noch die eine letzte Stimme von dem Saal. Wojciech Jankowski, ich möchte sagen etwas über die Retention. Schon vor Jahren ein hervorragender polnischer Experte für Meliorationen, Professor Jaduszewski, hat geschrieben, wenn in Polen richtig die Anstauungen an Wassergräben funktioniert hätten, dann hätten wir 1 Milliarde Wasser, Kubikmeter Wasser. Das ist eine Fiktion. Wer hat heute richtige Anstauungen, Staubauten an Entwässerungsgräben gesehen? Uns fehlt das System, das es erzwingt bei den Landwirten, bei den Nutzern, dass diese Stauungen unterhalten werden. Zweitens, wenn Wasser für die Landwirtschaft dort fehlt, das passiert schon. Landwirte graben tiefer Gruben, um Wasser zu bekommen. Wer gibt das Wasser für die Schifffahrt, wenn die Landwirtschaft das Wasser braucht? Das wird vor allem gebraucht. Die Eisenbahn braucht das Wasser nicht, seitdem es die Dampfloks nicht gibt. Der energetische Sektor braucht das Wasser. Das wird ein großer Krieg sein. Also die Schifffahrt, logisch gesehen, ist die letzte dran in der Schlange für das Wasser. Wenn jetzt der Durchfluss im Einzugsgebiet immer geringer wird und die Landwirtschaft wird immer mehr Wasser verbrauchen. In Europa 30% Flussstücke werden bewässert und in Polen nur 2-3% werden bewässert. Man muss jetzt richtig die Agrarflächen bewässern. Und eine nächste Sache zu unserer Schifffahrt. Hier war die Rede über die Kosten. Was würden die 22 Wasserstufen kosten? Offiziell sagt man über 50 Milliarden, aber man rechnet die Kosten der Erhebung aller Brücken auf der Oder. Denken wir an die Eisenbahnbrücken in Breslau, mitten in der Stadt, auf der Schifffahrtskanal. Das sind sehr hohe Kosten. Und zurück zur Eisenbahn habe ich gelesen, ich glaube, es ist wahr, die Deutschen setzen auf die Politik, dass immer mehr Güter und Personen sollten mit der Bahn befördert werden. Kollegen bestätigen das vielleicht. Kosten der Nutzung von einem Eisenbahnbetreiber eines Kilometers Gleis in Polen ist geringer als in Polen. In Polen zahlt der Betreiber mehr für die Fahrt einen Kilometer Strecke als in Deutschland. Das ist unsere Richtung. Unsere Möglichkeiten sind jetzt viel größer, wenn es um die Eisenbahn geht. Und jetzt wollen wir eine weitere A4-Straße von Breslau zur Grenze. Es ist schon verstopft mit LKWs. Besser wäre es vielleicht, eine Eisenbahnstrecke zu bauen. Eine weitere letzte Sache. Der Betrieb Zegielski hat den Auftrag bekommen, eine Eisenbahnplattform für LKWs zu bauen, um LKWs zu transportieren. Richtig ist das. Die Eisenbahn gibt es schon. Man muss nur an den Geschwindigkeiten arbeiten, man muss es sanieren. Über 100 pro Stunde im Westen, bei uns, findet man solche Strecken nicht für Güterzüge. Eine neue Koalition wurde ins Leben gerufen, Koalition für die Oder. Jeder der Panelisten könnte sagen, was die Priorität sein sollte, was der Schwerpunkt bei der Koalition sein sollte. Wir beginnen von dieser Seite. Einen Satz bitte. Wir müssen schon abschließen. Ich möchte, dass es so wird, dass in der Tat, wie die Dame schon sagte, dass wir ein Partner für den Dialog werden, dass gehört wird, was wir zu sagen haben. Ich unterstütze diese Stimme. Ich möchte nur noch eine kleine Anekdote sagen zu der Anstauung. Wie hieß diese Anstauung? Biber. Dadurch konnte der Wasserpegel um 1 Meter angehoben werden. Das soll eine Anstauung eben machen.
Was für eine Priorität sehen Sie für die Koalition? Leider kann ich nichts hören. Das Mikro ist ausgeschaltet, offensichtlich. Nein, das Mikro ist aus. Viel besser jetzt. Ich möchte sagen, der Sinn der Koalition besteht darin, wenn es internationale Programme gibt für Entwicklung von technischen Investitionen. Es soll so ein Forum geben, dass man im Forum auf der internationalen Ebene darüber sprechen kann. Wie soll so eine Koalition aus der Sicht des Ministeriums aussehen? Es soll niemand diesen Raum verlassen mit der Überzeugung, dass 50 Wasserstufen gebaut werden sollen. Und all die Brücken erlauben es heute, zwei Schichten von Containern zu befördern. Wenn wir den Wasserknoten von hier zu betrachten, dann ist es wirklich nicht so, dass die... Wir müssen langsam zu Ende kommen, sagt der Moderator. Also Sie sollen wirklich Mut haben, dazu zu sagen, was als Fakt gilt. Wir müssen keine Brücken hochheben. Natürlich müssen Parameter nach so vielen Jahren Betrieb hier und da verbessert werden. Aber wir arbeiten zusammen und die Wasserstraßen stellen keine Gefahr für die Eisenbahn dar. Also, wir haben mit keinem Kannibalismus zu tun in dieser Hinsicht. Also, wir müssen alles unterstützen auf beiden Seiten der Grenze und wir müssen das nachhaltig gestalten, das heißt verantwortungsvoll. Und ich werde an jeder Diskussion gerne teilnehmen und ich werde auf jeden Fall die Botschaft nach Warschau bringen, da ist die Diskussion erforderlich, so dass wir uns besser kennenlernen. Priorität für die Koalition. Also, ein guter Dialog lebt davon, dass alle Fakten transparent verfügbar sind. Danke. Ich möchte auch etwas zu der Priorität der Koalition sagen. Ich möchte, dass es laut wird von der Koalition, von der Oder, von der Oder als Wasserstraße. Vielen Dank an alle Podiumsdiskutantinnen, Diskutanten, an den Moderator. Man kann mehr darüber schreiben. Auch dir ist es zu verdanken. Ich habe drei Schlussfolgerungen. Also die blaue und grüne Infrastruktur muss entsprechend geschätzt werden. Die Frage der Prioritäten. Naja. Unsere Ressourcen sind nicht unbeschränkt. Wir müssen uns entscheiden, was am wichtigsten ist, was vor allem gefördert werden soll. Wasser. Wasser kann nicht alle Ziele erfüllen. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das ist mit dieser Konferenz noch lange nicht zu Ende. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden. Wir haben uns alle einen Beifall verdient und einen großen Applaus für die Dolmetscherinnen, Dolmetscher. Die haben für uns alle das verständlich gemacht und für unser technisches Team. Vielen Dank, das war eine große Herausforderung für uns alle und wie gesagt, das ist noch nicht das Ende. Das alles wurde aufgezeichnet und wird in drei Sprachen zur Verfügung stehen. Jemand, der eventuell früher uns verlassen musste, kann das nachträglich nochmal Revue passieren lassen. Vielen Dank und bis bald.